unseriösen, am Anfang war er zumindest sehr unseriöser Anbieter, gar kein Schnitt. Jetzt geht's nach Hause. Danke, Fokus. Funktioniert gut. Autsch. Und nicht vergessen, eine Kamera mitnehmen. Ach, diese zwei Dreckschweine da hinten. Der achte Tag unserer Reise. Boah, Urschreck, ich dachte, da geht einer. Ja, heute ist ein bisschen bewölkt und es ist relativ kühl, das ist angenehm. Wir haben uns den Weg gemacht zu einem Wasserfall. Mal schauen, wie das sein wird. Dann werden wir ein bisschen mit der Drohne rumfliegen und viel Spaß beim Zuschauen. When we finally got down to something, which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Hey, come on. Come on, yeah, I don't want the pain, cause I don't want pain, a two-step with me, come on, two-step with me, come on, do what you tell me, actually I, one, two, three, talk to him, man, I come to this game, man, to change your brain, man, I come to the game, man, to change the game, on the road to riches, trying to make some change, on the road to riches, never change. Wir sind gerade im Einkaufszentrum, weil es zu regnen begonnen hat, sind wir schnell geflüchtet. Ben hat ein neues Spielzeug bekommen. Ich habe da Tigerballs, die verschiedensten. Eins ist gegen verstopfte Nase, eins ist gegen Muskelschwellungen bzw. Verspannungen und eins ist gegen Mückenstiche. Dann noch zwei Donuts für 20 Baht, 50 Cent. Und ein paar Windeln. What do you guys do to give back to the community? Unsere kleine Shoppingstour ist jetzt fertig. Wir stehen gerade vor dem Einkaufszentrum. Tesco Lotus heißen die Einkaufszentren. Wir haben uns noch ein leckeres Sushi für knapp 3 Euro gekauft. Das werden wir jetzt verputzen. So I really gotta let you know, tryna get it with my flow, I ain't tryna be nameless. So I really gotta let you know, tryna get it on the low, I ain't tryna be brainless. So I really gotta let you know, I'ma do something slow. Wir schmeißen uns jetzt noch eine Stunde am Strand und dann geht's ab in die Heimat. Hey, now do the rock away, now come on, I do the rock away, now come on, I lean back, come on, lean back, come on, lean back, come on, lean back, come on. Ich brauche auch unbedingt so ein Duftbett oder wie man das auch immer nennt. Ich habe keine Ahnung, aber es ist einfach geil. Die erste Fahrt zu unserem Hotel war ein bisschen schwierig, weil ich mich erst dran gewöhnen musste. Ja. Ihr müsst euch das so vorstellen, das sind zwei oder drei Spuren auf einer Straße, auf einer, so wie bei uns Autobahn oder so, wo man halt 80, 90 fahren kann oder so Landstraße. Und bei uns ist rechts die langsamste Spur und links die Überholspur. Da wird es genau umgekehrt sein. Dann fahren wir einfach mal links, weil man sich denkt, okay, wenn ich jetzt links fahre, kann mir gar nichts passieren. Aber trotzdem wurde man dann von allen Seiten überholt. Es war dann total komisch, obwohl du dann jetzt zum Beispiel rechts gefahren bist, eigentlich rechts schon relativ schnell gefahren bist, bist du auf einmal links überholt worden. Links bist du rechts überholt worden und links überholt worden. Denn links war das nochmal eine extreme Mopedspur. Also es ist total eigenartig. Ich weiß nicht, ob es wirklich hier eine Regelung gibt, ob die Thais untereinander wissen genau, wie sie zu fahren haben, wer wann Vorrang hat. Ich glaube, es ist einfach so ein Chaos, wo Touristen auf der einen Seite sind, die keine Ahnung haben, wie die Thais fahren, und Thais auf der anderen Seite sind, die selber keine Ahnung haben, wie Thais fahren und wie Touristen fahren.
und dann ist das irgendwie so eine Verschmelzung. Also wer noch nie in einem fremden Land gefahren ist oder unterwegs war, der wird sich da vielleicht ein bisschen schwer tun. Schönen guten Morgen. Wir sind wieder am Strand, am selben Strand, wo wir vorgestern schon waren. Wir können gar nichts mehr alleine essen. Sobald er irgendwie mitkriegt, dass wir uns was im Mund stecken, was essbar ist, dann ist es sofort vorbei bei ihm. Dann wird er so eifersüchtig und dann fängt er an zum Schreien und wieder ganz krantig, wenn wir ihm nichts geben. Und Ben kriegt gerade seine erste Wassermelone. Das ist gut, was du da isst. Wir brauchen seit neuestem, also seitdem der Ben da ist im Urlaub, uns nie den Wecker stellen. Total arg, er kann mittlerweile schon, weiß ich nicht, ich schätze mal sogar sich schon einen halben Meter kann er sich so seitlich robben wie eine Krabbe. Da drückt er sich immer irgendwie ab, also er kann auch nicht wirklich robben, aber er tut sich immer so komisch wegdrücken, dass er dann auf einmal ganz woanders liegt und dann kommt er meistens zu mir. Tut mich ganz nett abkrabbeln und will unbedingt kuscheln die ganze Zeit oder er ist bei der Ines. Da muss man halt mal ein bisschen mit ihm spielen und ihn ein bisschen umarmen und streicheln und dann schlaft er meistens nochmal ein, zwei Stunden. Und dann ist sowieso um 7 oder so, ist dann sowieso komplett vorbei. Tschüss. Vielleicht fragt sich ja der eine oder andere, was man so mitbraucht am Strand oder was man generell mit Babyreisen mitbraucht. Allererstes haben wir unser berühmt-berüchtigtes Sonnenzelt mit. Das kennen Sie ja jetzt schon mittlerweile. Und obwohl ich mir vor Reiseantritt noch nicht sicher war, ob wir den brauchen werden, aber jetzt bin ich doch sehr dankbar darüber, dass wir meinen mitgenommen haben, beziehungsweise wir haben ihn von den Schwiegereltern geschenkt bekommen. Vielen Dank dafür an der Stelle. Ein Reisebuggy auf jeden Fall mitnehmen, rettet uns jeden Tag das Leben. Wenn ihn einfach reinsetzen, wenn wir im Restaurant sind oder wenn wir irgendwo unterwegs sind. Am Strand ist es ein bisschen schwierig, wenn der Sand ein bisschen tiefer geht, dann wird es relativ schwierig. Da geht es zum Beispiel nicht mehr fahren, aber da drüben wird es schon wieder fahren gehen. Ja? Also man kommt, ich sag mal 90% der Fälle kann man hier auf Buke zumindest mit dem Buggy fahren. Also, wir haben uns vor Ort um 250 Baht, ungefähr 7-8 Euro, auf so eine Reisematte gekauft. Glaube ich aus Plastik oder so, aus irgendeinem Kunststoff und lässt sich sehr gut abwaschen. Perfekt. Wenn Ben zum Beispiel Wassermelone drauf ist, einfach abwaschen oder wenn er drauf pinkelt, wie auch immer. Dann kann ich auf jeden Fall noch so ein Wasserschaffel empfehlen, wo genau das Baby reinpasst. Wir hatten Glück, mit 1 Euro haben wir das letztens am Markt bekommen. Ich glaube, er könnte da ewig drin bleiben. Gute Rucksäcke mitnehmen, also die sind auch Gold wert. Wir haben die zwei. Ein Taschenmesser, eine kleine Tupperbox und eine Gabel. Muss man nicht unbedingt mitnehmen, kann man aber. Kann man immer Obst drinnen haben oder andere Sachen, wie auch immer. Sonnencreme Schutzfaktor 30, weil wir von Haus aus extrem weiß sind. Wer so lange unterwegs ist, braucht auf jeden Fall irgendwas, um abzuschalten. Bei mir ist es momentan das Buch. Aber ich komme ehrlich gesagt momentan gar nicht dazu, also es ist andauernd ist irgendwas. Ich komme nicht zum Lesen, Leute, und außerdem, ich bin so ein verdammt langsamer Leser. Nicht vergessen, ein bisschen Spielzeug bzw. das Lieblingsspielzeug am besten einzupacken für das Baby. Es gibt da auf den Märkten extrem viel Spielzeug, haben wir jetzt entdeckt, und das kostet alles was gar nichts. Also von dem her, nehmt das Lieblingsspielzeug vom Kleinen mit, was er im Flugzeug haben kann, was er die ersten Tage so zum Spielen haben kann. Und nachher einfach da irgendwo was lokal besorgen. Also es gibt so viele Märkte, es ist eigentlich eh so viel auf Baby auch ausgelegt. Also von dem her, damit habt ihr keine Probleme. An erster Stelle steht natürlich Wasser. Ganz wichtig, immer Wasser parat haben. Am besten eine volle Flasche, nicht so eine leere, sondern
Das Wasser sollte bis da oben voll sein, ja. Und nicht vergessen, eine Kamera mitnehmen. Und eines der wichtigsten Dinge hätte ich jetzt fast vergessen zu erwähnen. Eine Drohne mitnehmen. Wir sind solche Gutmenschen, dass wir sogar den Mist von anderen Leuten, teils wohlgemerkt, wegschmeißen. Wir sammeln den gerade zusammen, nämlich diese zwei Dreckschweine da hinten. Ben! Hallo! Das sind solche Säue, dass sie nicht mal ihren eigenen Mist wegschmeißen können. Nämlich da liegt auch noch was, Schatz. Und das ist das, was ich nicht ganz verstehe. Ja? Wenn man eh nichts hat, außer so eine schöne Natur, warum verschmutzt man die dann auch noch? Das verstehe ich nicht. Warum schmutzt man sich da einfach gar nichts und lässt den Dreck, diesen Plastikdreck, der ist sowieso nie verrottet, sowieso ewig da liegen bleibt, warum lässt man das einfach liegen? Verstehe ich nicht. Ja, Leute, was hättet ihr hier gemacht? Hättet ihr es selber weggeschmissen, so wie wir? Hättet ihr es ihnen vor die Füße geschmissen? Oder hättet ihr es einfach liegen lassen? Gebt es unten in den Kommentaren ein. Schlüssel oder was? Na. Wisst ihr, was richtig cool ist? Mag ich euch noch schnell zeigen, bevor wir losfahren. Da sind überall oder fast überall diese fahrenden Küchen auf Mopeds. Das ist echt lustig. Also es ist ein Moped und da, die haben so ein Gestell dran gebaut und da haben die alles mit. Das finde ich irgendwie echt cool. Die fahren damit einfach jeden Tag daher, bauen alles auf, haben alles mit, was sie brauchen und verkaufen da ihr Zeugs. Echt cool. Nachdem er mir den ganzen Tag zuschaut, wie ich Auto fahre, ist er selber ganz narrisch drauf. Immer wenn ich ihn daher setze, dann tut er ganz das Lenkrad abtapschen und da. Das findet er wohl lustig. Patsch. Hey Leute, das Fazit des Tages, es ist immer eine Sache der Perspektive. Ah, oh, der Blut im Schädel. Ich platz gleich.